Ich bin in Salzburg geboren. Und bei den Berliner Philharmonikern zu spielen und mit diesem Orchester in Salzburg aufzutreten, das ist eigentlich was Schöneres, kann man sich nicht vorstellen. Es gibt, glaube ich, keinen berühmten Dirigenten, mit dem wir jetzt nicht hier waren. Karajan, Giulini, Abbado, Muti, Haitink, Simon Rattle, Meta. Die Berliner Philharmoniker gemeinsam mit Herbert von Karajan, das war wie so ein Mythos. Und ich hatte auch das Riesenglück, dass ich während meiner Akademiezeit die Zeit mit Herbert von Karajan miterleben durfte und auch sämtliche Tourneen und somit auch die Osterfestspiele hier, also mit den tollen Opernaufführungen und Konzerten, das alles erleben durfte. Und das vielleicht noch als Salzburgerin vielleicht noch mal ein noch besonderes Gefühl. Zu Karajans Zeiten, wir hatten ja unsere Saison hier begonnen. Die erste Probe nach den Sommerferien, das war immer das reinste Chaos. Ich fand es immer faszinierend, mit wenigen Handgriffen Karajan plötzlich ein Weltklasseorchester wieder schaffen konnte. Diese zwei Programme, die wir jetzt spielen auf dieser Tournee, finde ich besonders interessant. Also gerade auch für ein Tourneeprogramm, weil es passiert manchmal, dass man sagt, ja, wir kommen als Berliner Philharmoniker da oder dorthin, wir müssen jetzt unser sogenanntes Standardprogramm spielen. Also da muss jetzt unbedingt ein Beethoven oder ein Bruckner dabei sein. Ist es aber nicht und jetzt beweisen wir das ein bisschen. Also wir spielen diese symphonische Dichtung von Suk, das Sommermärchen, oder im anderen Konzert eben hinter mit Metamorphosen gepaart mit der großen Schubert-C-Dur-Symphonie. Finde ich jetzt nicht so alltäglich. Kirill Petrenko, ich glaube, für ihn ist ganz egal, wo er ist. Er möchte einfach nur das Allerbeste und seine Vorstellung so nahe wie möglich verwirklichen. Reisen sind, da gibt es immer eine gewisse eine Euphorie. Es ist auch eine andere Art der Anstrengung. Also wir kommen jetzt nicht von zu Hause, man kommt vom Flugzeug, man hat vielleicht keine Möglichkeit zu essen oder sich auszuruhen oder so. Also man möchte auch vor den Gästen noch eine bessere Leistung vollbringen. Es passiert aber meistens mit der Stimmung, es überträgt sich ja sofort. Also das, wenn das Publikum da ist und das Publikum freut sich, und ich hoffe, das Publikum wird sich freuen, dann funktioniert das ganz schnell.